Zwischen 1914 und 1918 wurde ein völlig neuer Kriegsschauplatz geschaffen. Die Luft. Dem Zuschauer bot sich ein nie dagewesenes Schauspiel. Es kam zu unzähligen Kurvenkämpfen, sogenannten Dogfights. Ich sehe es noch vor mir. Der Himmel sah aus wie eine einzige Wolke voller Fliegen. Sie flogen unglaublich schnell und oft im Sturzflug. Es gab furchtbare Unfälle und eine so hohe Verlustrate, dass der Pilot fast mit dem sicheren Tod rechnen konnte. Ich küsste meine Mutter, erklärte ihr alles und sagte: Leb wohl. Ich rechne nicht damit, dass wir uns wiedersehen. Wir rechneten alle mit dem Tod. Flugzeuge starteten erstmals direkt von Schiffen aus. Der Flugzeugträger wurde geboren und feuerte ein Wettrüsten an, mit dem sich beide Seiten auszustechen versuchten. Ein Wettrüsten, das zu der modernen Ära der Kampfflugzeuge führte. Und zur Schaffung eines neuen Heldentyps, dem Fliegerass. Jetzt kann man den Krieg der Lüfte erstmals sehen, wie die Piloten ihn sahen. In Farbe. Als im Sommer 1914 Europas Armeen in den Krieg marschierten, zog eine neue Form der Kriegsführung die jungen Männer überall auf dem Kontinent an. In Großbritannien stand man Schlange, um in das Royal Flying Corps aufgenommen zu werden. Das Mindestalter für die angehenden Piloten betrug 17 Jahre. Hauptschauplatz für diese jugendlichen Pioniere war die Westfront in Frankreich. Sofern sie durch die Musterung kamen. Bis zu diesem Punkt war niemand auf die Idee gekommen, dem Royal Flying Corps beizutreten. Es war unsere ureigene Idee. Niemandes sonst, dachten wir. Umso größer war unsere Bestürzung, als wir die lange Schlange vor uns wartender Männer sahen. Alle Hoffnung schwand. Wollen die Jungs etwa auch alle ins Korps? Sieht so aus. Dann Stille. Langsames Vorschreiten in der Schlange. Fixieren derjenigen, die wieder rauskamen. Hatte er es geschafft? Werde ich es schaffen? Das Flugzeug gab es zu Beginn des Ersten Weltkriegs erst seit 11 Jahren. Die Maschinen waren für die damals 18-, 19-Jährigen die Ferraris ihrer Zeit. Die Luftfahrt samt all ihrer frühen Tollheiten hatte gerade erst begonnen. "1903 gelang den Wright-Brüdern bei Kitty Hawk in North Carolina der erste Motorflug in der Geschichte. Die Militärs entdeckten schnell den Nutzen von Flugzeugen im Krieg. 1909 überquerte dann der Franzose Louis Blériot den 30 Kilometer breiten Ärmelkanal. Als er nach unten blickte, sah er die Welt wie noch nie jemand zuvor. Genau darin bestand auch die militärische Funktion des Flugzeugs. Es sollte den Befehlshabern am Boden eine Vogelperspektive des Schlachtfelds geben. Die Idee der Luftaufklärung war schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit Heißluftballons verfolgt worden.
Und auch noch während des Ersten Weltkriegs wurden die Balloonatics, wie die Briten sie nannten, als Aufklärer der Lüfte eingesetzt. Aber die gasgefüllten Ballons gaben einfache Ziele für feindliche Angreifer ab. Für eine größere Sicherheit trugen die Ballonfahrer seit 1916 zusammenfaltbare Fallschirme, die man in Amerika schon seit etwa 30 Jahren benutzte. Den alliierten Piloten untersagte man das Tragen von Fallschirmen dennoch. Ihre Oberbefehlshaber fürchteten, sie könnten ermutigt werden, das Flugzeug unnötigerweise zu verlassen. Aber für die Ballons waren die Fallschirme der Schlüssel zur Sicherheit. Sah der Balloonatic ein feindliches Flugzeug, sprang er sofort mit dem Fallschirm ab. Die Männer am Boden versuchten dann, den Ballon zu retten, bevor er in Flammen aufging. Es war eine kaum zufriedenstellende Lösung und das kleinere, schnellere Flugzeug würde sich in der Luftaufklärung schnell durchsetzen. Mit Hilfe von Fotografien wurde das feindliche Territorium ausgespäht. Wenn Sie ein Foto schießen, können Sie es mit nach Hause nehmen, entwickeln, vergrößern und die gegnerischen Stellungen analysieren. Neben der fotografischen Aufzeichnung konnten die Piloten ihre Beobachtungen auch direkt per Funk an die Bodenkontrolle melden. Der Feind konnte die Übertragung der Informationen oder Fotografien nur durch einen Abschuss verhindern. Doch das war damals alles andere als leicht. Am Anfang war das Gewicht das zentrale Problem bei der Bewaffnung. Es waren primitive Flugzeuge, kleinmotorige Maschinen, die schon Probleme hatten, den Piloten in die Luft zu befördern. Ganz zu schweigen von einem schweren Maschinengewehr samt Munition. Die Piloten hatten noch ein weiteres Problem. Der Frontpropeller war ihnen im Weg. Eine erste Lösung fand im April 1915 der französische Pilot Roland Garros. Er befestigte stählerne Abweisbleche an den Propeller, damit ihn treffende Kugeln einfach an den Blechen abprallten. Das war offensichtlich keine ideale Lösung. Erstens war da das Extragewicht der Panzerung und zweitens konnten die Kugeln wer weiß wohin abprallen und im schlimmsten Fall das eigene Flugzeug treffen. Trotz dieser Gefahren schoss Roland Garros in nur 2 Wochen 5 deutsche Flugzeuge ab. Doch dann wurde Garros zur Notlandung hinter den deutschen Linien gezwungen. Die Deutschen erkannten sofort, was den Erfolg dieses Flugzeugs ausmachte. Ihre eigenen Maschinen machten kaum etwas her. Sie fragten sich nun, wie man das Problem des Feuerns durch den Propeller lösen könnte und übergaben das ganze Flugzeug an einen jungen, talentierten holländischen Konstrukteur namens Anton Fokker. Fokker löste das Problem und revolutionierte den Luftkrieg, indem er ein funktionssicheres Unterbrechergetriebe erfand, das die Propellerbewegung mit dem Gewehrfeuer synchronisierte. Die Kugeln schossen so immer durch den Propellerkreis hindurch. Die deutschen Piloten perfektionierten schnell ihre Flugfertigkeiten und die Luft wurde zum Schlachtfeld. Wir sahen noch, dass es eine deutsche Maschine war und schon stürzte sie sich auf eines unserer Aufklärungsflugzeuge wie der Falke auf den armen Spatz. Ich war froh, dass ich den Flug überlebte. Die alliierten Flugzeuge waren wehrlos gegen die sogenannte Fokker-Plage von 1915. Und das Leben eines alliierten Piloten wurde in Tagen bemessen. Die Fokker-Plage von 1915 verschlang einen britischen und französischen Piloten nach dem anderen. Aber die Alliierten brauchten ihre Spione in der Luft. Und so kamen jeden Tag neue Piloten direkt von der Flugschule. Als ich damals nach Frankreich geschickt wurde, um gleich am nächsten Morgen die deutsche Grenze zu überfliegen, hatte ich diesen Flugzeugtyp noch nie vorher geflogen. Anweisungen für einen Luftkampf gab es auch keine. Viele wurden nach nur 5 Flugstunden allein losgeschickt.
Die beiden Jungs, mit denen ich zusammen nach Frankreich gekommen war, wurden abgeschossen, noch bevor wir die Grenze erreichten. Jeden Tag wurden Menschen getötet. Am Nachmittag saß ich noch mit meinem Freund zusammen und am nächsten Tag erschien er nicht mehr zum Mittag. Man war allein. Man kämpfte allein und man starb allein. Es gab einige Fälle, in denen ein Pilot erst am Morgen angekommen war und am Nachmittag schon abgeschossen wurde. Der Chef der britischen Luftwaffe, Hugh Trenchard, verfügte, dass alle frischgebackenen Piloten die Plätze der Toten im Speisesaal einnehmen sollten. Wenn man als gewöhnlicher Pilot keine freien Plätze sieht, denkt man weniger an die verstorbenen Freunde, als vielmehr daran, mit den neuen Kameraden einen Drink zu nehmen. »1915 war ein durchgängiges Desaster für die alliierten Piloten. Die Fokkerplage hielt 9 Monate lang an. Während dieser Zeit lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines frischen britischen Piloten bei 11 Tagen. Man rechnete jeden Moment mit dem Tod. Über das Leben dachte man eigentlich nie nach. Man tat nur seinen Job.« Die Moral war am Boden und man beschuldigte sich gegenseitig am Versagen der eigenen Flugzeuge. Hugh Trenchard wusste, dass Verluste unvermeidlich waren und der Luftkrieg ebenso aufreibend war wie der Grabenkrieg. Jeder Sieg wurde mit einem enormen Preis bezahlt. Im Sommer 1916 konnten die Alliierten im technologischen Wettrüsten endlich aufschließen. Auch sie verfügten jetzt über Kampfflugzeuge mit Unterbrechergetriebe. Neue Modelle gingen in Betrieb. Sie waren schneller, leichter und gewandter. Und das Royal Flying Corps hatte sich von 12 auf 27 Schwadrone mehr als verdoppelt. Die Fokkerplage war vorüber. Für die Alliierten war das eine große Erleichterung. Wurde ihre Luftwaffe doch mehr denn je gebraucht. Die Pattsituation des Grabenkriegs hatte fast 2 Jahre angedauert. Beide Seiten versuchten verzweifelt, diese Situation zu ihren Gunsten zu entscheiden. Im Februar 1916 starteten die Deutschen eine breit angelegte Offensive bei Verdun. Um die Franzosen bei der Verteidigung zu unterstützen, planten die Briten für den Juli einen Angriff nahe der Somme. Die Luftaufklärung spielte dabei eine entscheidende Rolle, sowohl bei der Lokalisierung deutscher Stellungen als auch bei der Zielaufklärung. Die Briten schickten ihre Piloten mit den neuen Maschinen in die Schlacht. Manch einer, wie Albert Ball, wurde dabei zum Volksheld. Albert Ball war der Vorzeigepilot des Royal Flying Corps, weil keine Gefahr zu groß für ihn war. Er inspirierte alle im Korps. Jeder war bereit, wenn nötig, in den Tod zu fliegen. Man sagt, ich sei mit 200 Stundenkilometern abgestürzt und wenn ich mir das Fahrgestell anschaue, bin ich geneigt, das zu glauben. Das Abstürzen war ein komisches Gefühl, weil ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass es jetzt vorbei sein würde. Aber das war es dann doch noch nicht. Die Zukunft konnte nicht in Piloten wie Ball liegen, die auf das Glück setzten und völlig zerschossen zurückkehrten. Albert Ball starb im Alter von 21 Jahren. Bis dahin hatte er 44 deutsche Flugzeuge abgeschossen. Vor allem die Franzosen schlachteten den Ruhm ihrer Fliegerasse aus. Sie lenkten die Blicke geschickt auf das Leben ihrer Helden der Lüfte, anstatt auf die Massaker in den Schützengräben. Erfolgreiche Piloten wurden von der Presse gehuldigt und der High Society vorgestellt. Aber auch die Deutschen hielten sich mit Lobeshymnen nicht zurück.
Die Deutschen steigerten dadurch nicht nur die Moral unterhalb ihrer Flieger, sondern schufen auch Helden für die Bevölkerung zu Hause. Man veröffentlichte Ranglisten wettstreitender Piloten und verlieh Medaillen für eine bestimmte Anzahl von Abschüssen.